Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video auf Panda zu den Skins mit 222,49 € in der Balance. Wie immer stehen unten in der Videobeschreibung zwei Promocodes. Die könnt ihr auch einlösen, wenn ihr schon welche eingelöst habt. Dafür geht ihr oben auf Bonus, Promo Skin und gönnt euch hier zweimal Sachen for free. Ich hoffe natürlich für Any Covered. Ich habe leider heute schon drei geöffnet, deswegen kann ich die Codes, die jetzt gerade in der Videobeschreibung stehen, nicht auch noch eingeben. Des Weiteren gibt es hier auch jeden Tag einen Daily Guide. Könnt ihr öffnen, heute zum Beispiel schöne Shadow Daggers Autotronic drin. Aber das vorletzte Video lief gut, als ich das gemacht habe. Das letzte Video, als ich das gemacht habe, lief noch besser. Wir werden es heute nochmal machen. Und zwar gehen wir in diese sechs Promokisten hier rein. Im ersten Video haben wir einmal in der Promo-Case reingelackt und dann in der Slot-Machine nochmal reingelackt. Und im letzten Video dreimal in diese Promo-Case hier reingelackt. Dafür nicht in die Slot-Machine. Sind aber beide mal mit gut Profit nach Hause gegangen. Also davor knapp 300 und das letzte Video knapp 350 €. Und ich sage jedes Mal, macht diese Kisten nicht auf, weil mehr als 5 € werdet ihr nicht rauskriegen, wenn ihr die 6 Kisten aufmacht. Deswegen machen wir das heute jetzt noch einmal. Und wir sind in der Top-List letzte. Sind wir nicht. Wir sind immer auf Platz 3. Heute werden wir eventuell Platz 2 erreichen. Heißt, am Ende des Events kriegt man den jeweiligen Skin. Aber mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal rein in diese 6 Cases hier. Und heute werden wir da nichts lacken. Was heißt heute? Ich habe vorhin hier nicht schon reingelackt, weil das Video nehme ich am gleichen Tag auf wie das letzte Video, was ihr zu Panda Skins gesehen habt. Wir gehen rein, Cute Bear Case. Wir fangen wieder bei der Günstigkeit an, gehen bis zur höchsten hoch. Aber ich habe im letzten Video, also vorhin vor, weiß nicht, vor einer Stunde, habe ich das andere Video aufgenommen. Da habe ich schon gut reingelackt. Dreimal in diese Promokisten hier. Deswegen, ich glaube, heute wird das wirklich der Tag sein, wo ich schon seit dem ersten Video sage, yo, 1 Euro wollte ich sagen. 5 € mehr niemals. Wir gehen rein. Und wenn wir irgendwo reinlacken, bitte, wenn wenigstens der letzten Case, dann haben wir nämlich Profit. Aber wie gesagt, ich gehe heute davon aus, dass wir hier nur 5 € rausmachen. Weil ich wollte euch eigentlich schon vom ersten Video an sagen, dass es nicht so wirklich lohnt, diese Promokisten hier aufzumachen. Und dann mache ich das 2 Videos hintereinander und beide Male dick Profit, was die Skins angeht. Ah, es fängt aber gut an, 35 Cent. 65.000 Ticket, nicht mehr so low. Aber es ist auch die günstigste Case, ne? Meinetwegen kann auch erst zum Schluss was reinlacken. Aber ich glaube es heute nicht. Heute, jetzt in diesem Video, da werden wir mit 5 € nach Hause gehen. Wenn überhaupt. Wir gehen rein. Haben wir nicht in der Case, haben wir da auch reingelegt. Ja, doch. Ich meine schon. Letztes Video, was ihr gesehen habt. Weißt du, ich habe das vor einer Stunde aufgenommen und ich habe schon wieder vergessen. Aber ich meine, das war die Case. Auf jeden Fall haben wir 2 dabei. Ja, Knives. Okay. Hittet der? Und der geht jetzt weiter, oder? Wir haben wieder gehittet. Wir haben wieder so ein Low-Ticket bekommen. Aber hey. Okay. Wir kriegen jetzt über 5 € sind wir schon wieder drüber. Na, dann sage ich mal, wir gehen nicht über 10 € drüber. Aber 2000 Ticket, 6000 Ticket, auch nicht schlecht. Gut, Cheap Case. Let's go. Aber nein, mehr als 10 werden wir dann diesmal nicht kriegen. So ein Ding ist das. Also wir werden da bei Weitem nicht irgendwie nochmal reinlacken. Vielleicht die Justice noch, das war's dann aber auch. Ah, nicht mal die Justice. Nicht mal die Justice. Doch, immerhin. Battlescard, 2013. Ah, 5. Okay, wir sind. Ja, gut, dann haben wir auch über die 5 € haben wir erreicht. Mehr als 15 €. Mehr als 15 € werden wir nicht erreichen. Wir gehen rein in die Doghouse Case. Let's go. Let's do this shit. Hier könnten wir reinlacken. Das wäre lecker, ne? So ein Talonknife würde schmecken. Ich brauche eh ein neues Knife. Auch wenn es das schönste Talonknife ist, ne? Okay, seht ihr? Hier kommt nix. Hier kommt nix. Hier kommt nix. Da kommt was rein. Das haben wir aber schon im vorletzten Video gezogen. Aber so weit rollt der nicht mehr. Also kein schönes Gutknife für CSGO 2. Doghouse. So. Wir haben noch 2 Kisten. Und dann ist das Balance weg. Dann haben wir noch 2 Flowers. Aber wir sind auf jeden Fall unter 15. Unter 20 € sind wir. So. Unter 20 € von 200. Also Geld mehr als fair. Wenn man es vervielfacht um 10 ist, verzehnfacht. Aber wie nennt man das denn, wenn man das genau in die andere Richtung macht? Fair. Zehnfach minus? Keine Ahnung. Ja, das war auch eine 15% Case. Hier ist ein bisschen High Ticket des Todes. Oh, es geht. Und jetzt hier ein Low Ticket. Dann werden wir wieder ein Profit. Aber ich glaube es nicht. Zweimal werden wir nicht so ein Glück haben. Zweimal werden wir nicht so ein Glück haben. Oder? Oder? Nee, da kommt nichts. Da kommt absolut nichts rein. Ich habe es euch gesagt. Keine 20 €. Keine 20 €. Wir gucken jetzt mal nach, wo wir gelandet sind. Aber wir haben noch die Slot Machine. Da könnte man theoretisch noch so ein Knife reinlacken. Ne? Wer weiß. Ja, 3 €. Unter 15 und unter 20 sind wir in Skin Value. Haben wir. Ja, unter 15. Ach, oh. Unter 20 €. Habe ich ja gesagt. Aus 222 20 € gemacht. Aber wir haben jetzt noch 1921 Flowers. Heißt, wir können hier nochmal reingehen ins Event. Ich meine, beim letzten Mal, im letzten Video, was ihr gesehen habt, da kam Sau auf die Doppel-7 und im Video davor haben wir die 777 gehittet. Mal sehen. Es wäre doch mal wieder Zeit, dass wir heute hier nochmal die 777 hitten. Ansonsten, ich mache nachher dann noch ein Upgrade auf so von den Prozenten her, dass wir auf 200 kommen.
Wenn wir hitten, haben wir Profit. Wenn wir nicht hitten, haben wir keinen Profit. Und wir können auch eine kleine Case aufmachen. Ich weiß gar nicht, ob das vom Guthaben reicht, um nochmal eine Shark Case aufzumachen, um da dann die Dragon Lord zu ziehen. Das wäre doch ein guter Row. Oh, das meine ich. Genau das meine ich. Zweimal die 7, einmal 7 fehlt. Das passiert mir so oft. Okay, ja, Balance reicht auf jeden Fall noch für eine Shark Case, wo zu 0,2%, nee, zu 0,02% ein Deload drin ist. Aber wären dann auch mindestens 700. Immerhin schon mal ein Skin. Ein Skin haben wir schon mal. Ein Bulldozer ist die 444. Wird aber nicht so viel sein. Ne? Ich sag mal so 5 Euro. So 5 Euro werden es sein. Da willst du mal. Und noch ein Skin, die Food Chain. Wird aber auch nicht so teuer sein. Also die beiden Skins haben wir schon mal. Jetzt noch die 666, bitte. Ich will gar nicht die 777 haben. Ich bin ja zufrieden mit einer 666. Damit werden wir dann aber auch nicht auf über 100 Euro kommen in Skin Value. Aber wie ich auch in den anderen Videos gesagt habe, wer sich für. Oh, schon wieder nur ein. Wer sich auch für das kommende Counter-Strike 2 interessiert, das wird komplett kostenlos, das Upgrade werden zu CSGO und die Skins werden übernommen. Also ihr braucht keine Angst um eure Skins haben, dass sie dann irgendwie am Wert verlieren, dass ihr die nicht mehr benutzen könnt. Das wird 1:1 einfach übernommen. Also Sachen, die ihr in CSGO habt, habt ihr dann auch in CS2. Nur mal so zur Info. Ja? Könnt ihr euch jetzt noch ein schönes Inventory aufbauen, weil ich glaube, die Preise werden steigen, wenn CS2 rauskommt. Da werden nämlich ziemlich viele neue Spieler anfangs da sein und dementsprechend die Skinpreise to the moon. Gehe ich mal von aus. Upsala. So, wir gehen auch wieder runter. Ich weiß gar nicht, wie weit wir diesmal runtergehen, bis wir in den Fast-Mode reingehen, damit das hier nicht so lange dauert. Ich finde es immer noch schade, dass man hier in der Slot-Machine keine Möglichkeit hat, die Flowers hochzustellen, dass man mehr Flowers einsetzt und dafür höhere Chancen hat. Was natürlich, wenn man irgendwie 2000 Flowers hat und jedes Mal nur 30 spinnen kann und immer auch mindestens 3 zurückbekommt, dauert das dann natürlich dementsprechend lange. Okay, fast die Bulldozer nochmal gewesen. Wir haben aber bisher nur einmal die Doppel-7 gesehen, ne? Letztes Mal hat er ein bisschen mehr gebaitet hier. Aber ich glaube, wir sind dann auch auf Top-List Platz 2. Jedenfalls aktuell. Das Event läuft noch 50 Tage. Und da glaube ich nicht, dass ich den zweiten Platz halten kann. Das hier, die Stalker, ist der schönste MAC-10-Skin, finde ich. Den würde ich auch gerne nehmen. Ja. Das, nicht so nice. Oh ja. Oh ja. Das passt zunächst. Wir gehen wir auch wieder auf 1000 runter und dann gehen wir in den Fast Mode rein. Oi! Schon wieder nur 2,7. Das gibt's doch nicht. Gib mir noch 3. Ich meine, du hast einmal gegönnt. Du kannst auch ein paar Mal gönnen. Komm schon. Ich meine, mit dem, wenn wir die 777 hitten, sind wir auf jeden Fall wieder ein Profit. Da fehlt dir nur eine 6. Dann sind wir auf jeden Fall 7 Profit. Das war ja 180 oder so. Oh, MAC-10 Stalker. So ein schöner Skin. So ein schöner Skin. Habe ich leider nicht mehr. Muss ich mir mal wieder besorgen. Oder wir ziehen ihn hier. Das wäre natürlich auch lecker. Ja, das, wir haben noch ein paar Rolls, bis wir in den Fast-Mode reingehen. Vielleicht sehen wir da nochmal einen schönen Skin. Wir haben schon 2 Skins gezogen, aber halt, wie gesagt, diese MAC-10 hier und die MP9 ist das, genau, Food Chain. Obwohl ich Food Chain wunderschön finde vom Skin her, aber ist natürlich an Value nichts wert, ne? Weil, ja, wer spielt schon UMP? Wir kriegen auf jeden Fall gerade wieder gute Punkte wieder zurück. Das heißt, Top-Liste all the way up to the moon. Wir können noch zweimal rollen und dann sind wir bei den 1000 und dann gehen wir rein in den Fast-Mode. Noch einmal rollen. Okay, wir haben zu 36 zurückbekommen. Nochmal rollen. Und nochmal rollen, dann sind wir unter 1000 und ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Fast-Mode. Oh, wir sind nicht unter den 1000. Wir gehen nochmal rein, dann sind wir unter den 1000. So. Nein, immer noch nicht. Mann, jetzt aber. Ja, jetzt. Nein, wir sind. So, jetzt aber unter 1000. Jawohl. Und ab geht's in den Fast Mode und hoffentlich ziehen wir hier irgendwas. Da bekommen wir nochmal die schöne MAC-10 Stalker. Wunderschöner Skin. Wunderschöner Skin. Und jetzt
Wir bleiben auch groß aus dem Fast-Mode. Ich glaube auch nicht, dass wir hier jetzt nochmal in den letzten vier Rolls nochmal einen Skin bekommen. Wir haben dreimal gedroppt bekommen hier in der Submachine diesmal. Da hatten wir mehr Glück von den Skins her. Aber das sind also Blick-Skins gewesen. Nicht einmal die Triple 6 oder die Triple 7 für eine schöne Kill-Confirm oder für ein schönes Gutknife Slaughter. Da fehlt ja auch wieder nur eins. Wir haben zweimal, glaube ich, gehabt oder einmal das Doppelknife da, war auch nicht so oft wie in der letzten Folge. Ein letzter Spin jetzt, 7-7. Leider nicht. Aber wir müssten jetzt in der Top-List auf Platz 2 sein. Und wir sind auf Platz 2 mit 3000, knapp 3000 Flowers Vorsprung. Ja, nice. Wir haben aber jetzt noch 3,65 €. Das heißt, wir gehen rein in die Shark Case. Und hier, jetzt noch, zum Abschluss, eine schöne Dragonlore reinschallern. Komm schon. Weil wir brauchen nur unter 202er-Ticket. Eieiei, hatte ich schon lange nicht mehr. Aber ich hatte schon auf der Seite ein 3er-Ticket, ein 40er-Ticket. Es ist nicht unmöglich. Aber ist so schnell, oder? Ja. Ja. Mach doch hier auch eine Dragon Law hin. Dann würde er bis hier gehen. Er geht auch bis hier, ne? Ja. Hätte nichts gemacht, wenn hier ein Dragon Law gewesen wäre. Guck mal, wo wir sind. Und dann gehen wir rein in Skin Dice. Sell 4 in Skin Value haben wir. 13 haben wir bekommen. 4 und nochmal 13. Gar nicht mal so schlecht. Also haben wir aus den 222 € mit den Promokisten 48 gemacht. Okay, machen wir den Skin raus. Ja, knapp über 48. Gehen rein in Skin Dice. Und wir machen jetzt hier ein All-In. Und zwar mit der Wahrscheinlichkeit, so dass wir 222 bekommen. Na, 30 reicht nicht. Wir müssen 20. Upsala. 3. 3 wäre lecker. 20. Können auf 22. Ja, 23. Nein, 21. 21 und dann sind wir im Profit. Jetzt ist die Frage, rollen wir über 7.900 oder unter 2.099? Wahrscheinlich wird irgendwas in der Mitte werden, sodass man das eh nicht bekommen hätte. Wir gehen auf Over. Let's go. Komm. Gönn. Wir haben's! Yeah! Let's go! Doch kein Minus in diesem Video, aber nur weil ich hier All-In gegangen bin, riskiert habe, ne? Was hätten wir denn noch machen können? Wir hätten auch auf 19er? Auf 20er? Quatsch. 18er? 19er. Ne, Quatsch. 17er. Auf den 17er Multiplikator hätten wir gehen können. Das ist ganz knapp gewesen. Aber wir haben wieder kein Minus gemacht. Aber ihr habt diesmal gesehen, zwei Videos, wo in den Promokisten extrem lief gut. Zwei Videos, in denen es in diesen Promokisten extrem gut lief von den Skins her. Keine Ahnung, was da los war. Und heute haben wir Minus gemacht. Und vielleicht machen wir im nächsten Video nochmal genau das gleiche, damit wir dann einen Ausgleich haben von zwei guten Videos und zwei schlechten Videos aus den Promokits. Obwohl, wir müssten es eigentlich noch zwei weitere Mal machen, sodass wir das haben aus zweimal gut und dreimal scheiße. Damit ihr auch wirklich seht, dass ich keine Scheiße habe, macht diese Kisten wirklich. Kann ich nicht so sehr empfehlen. Vielleicht mal hier so ein 10%-Case kann man reingehen. Aber ich kann euch die Panther-Case empfehlen, weißer Wahl-Case und die Panda-Case Old Money Oil. Kann ich euch sehr empfehlen. Hier habe ich auch schon das ein oder andere Schmuckstück gezogen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch irgendwo die AWP Fade? Weil die AWP Fade habe ich auch schon mal in Operation gezogen in CSGO. Aber auf jeden Fall, denkt an die beiden Promo-Codes in der Videobeschreibung for free. Ich gönne euch natürlich hier Any Covered. Ich hoffe, ihr habt so viel Glück. Und wenn ihr dann selbst ein paar Skins für euer Counter-Strike braucht, vor allem fürs kommende Counter-Strike 2, könnt ihr oben über AdFunds, könnt ihr dann mit verschiedenen Bezahlmöglichkeiten bezahlen. PayPal, Mastercard, VisaCard, über Kinguin mit PayPal, mit Skins, mit Krypto etc. pp. Und damit vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Haut rein und ciao, ciao.